Und wir wollen heute gemeinsam Dampf machen. Das ist unser Motto, Dampf machen gegen TTIP. Vor einem Jahr hat sich das Bündnis TTIP unverhandelbar gegründet. Es hat dafür gesorgt, dass überhaupt ein Funken Transparenz in diese Verhandlungen kommt. Es hat dafür gesorgt, dass eine demokratische Debatte in Gang kommt, wie denn fairer Handel aussehen kann. Wir haben ein großes Problem mit diesem Abkommen, weil es Demokratie und rechtsstaatliche Standards gefährdet. TTIP würde Sonderklagerechte für Konzerne bringen. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass Konzerne besondere Rechte haben, die sie halt gegenüber die inländischen Unternehmen nicht haben. Sigmar Gabriel hat gestern die Gelegenheit ergriffen, über 500.000 Menschen zu spotten. Über die, die in den letzten Wochen sich gegen TTIP ausgesprochen und die Petition unterschrieben haben. Er hat sie verspottet als ahnungslose Spinner, die in irgendwelchen falschen Mythen aufgesessen seien. Das ist einfach eine abgrundlose, bodenlose Arroganz der Regierung gegenüber der Bevölkerung. Weil wir haben jetzt so viel über die Interessen der Konzerne gehört und am vergangenen Freitag war die Aktionärshauptversammlung der BASF, wo wir auch mit Protest und Argumenten zum wiederholten Mal aktiv gewesen sind. Und tatsächlich, wen wundert's, die BASF findet das Freihandelsabkommen super. Wir wollen, dass die Konzerne aufhören, Monopole zu sammeln und wir wollen Demokratie haben können in diesem Aspekt. Die SPD geht sehr skeptisch, aber konstruktiv in diese Verhandlung. Weil es die Erfahrungen ja gibt schon längst, zum Beispiel mit NAFTA. Wir fangen ja nicht bei Null an. Wir haben zahlreiche Freihandelsabkommen. Und da kann ich nur sagen, für NAFTA, Freihandel tötet. Kann nicht sein, dass sich die Staaten auf dieselbe Ebene stellen müssen wie die Wirtschaft. Das ist nämlich Teil dieser Schiedsverfahren. Ja, vielen Dank. TTIP ist ein Angriff auf den Rechtsstaat. Wirtschaftsminister Gabriel hat ja gestern unter anderem auch die Kritik an TTIP mit dem Argument abgelehnt, wir würden etwas kritisieren, was es noch gar nicht gäbe. Deswegen können wir auch nicht kritisieren. Und da musste ich schon fast lachen, wenn es nicht so traurig wäre, weil die gesamte politische Arbeit, meine eigene, die des Parlaments und die der Regierung ja auch, beschäftigt sich fast ausschließlich mit Dingen, die es noch nicht gibt. Mit TTIP erleben wir eine neue heftige Welle der neoliberalen Globalisierung und Entdemokratisierung. Verschleiert als Maßnahme gegen die Krise. Dass wir nicht allein das TTIP stoppen können, das wissen wir in den USA. Wir brauchen auch die Unterstützung aus Deutschland, aus Europa und gemeinsam können wir es schaffen. Gemeinsam, die Menschen aus den USA und Europa können das TTIP stoppen. Wer TTIP sät, wird von uns Widerstand ernten.